Hi, Liebe. Aus. Das Projekt heißt Heads and Tails. Da stelle ich Skulpturen her aus Ton, eigentlich Büsten aus Ton, die ich überziehe mit Schweinehaut. Schweinehaut ist genauso wie menschliche Haut. Das wird auch heute benutzt für größere Transplantate, wenn ein größerer Teil der Haut fehlt. Und die Augen sind Schweineaugen. Die kommen in allen Farben, wie bei den Menschen auch, blau, grün, alles. Die Augenwimpern sind auch von Schweinen. Die färbe ich manchmal mit Mascara oder sowas. Der Mund ist aus Huhn oder anderem Fleisch. Und ich tackere das Ganze in den weichen Ton. Dann setze ich ihre Perücke auf, ziehe sie an und dann nehme ich ein Foto. Dieses Foto ist auch notwendig, wie bei dem anderen Projekt, weil das alles frische Teile sind und die vergänglich sind. Ich habe viele Skulpturen aus vielen verschiedenen Materialien gemacht, aber dieses Material war ein echter, nicht Durchbruch, aber eine echte andere Erfahrung. Völlig anders zu jeder Erfahrung, die ich vorher mit normalem künstlerischen Material gemacht habe, weil das so etwas wie einen göttlichen Effekt gibt. Also ich hatte das Gefühl, ich lasse so etwas wie einen Frankenstein entstehen, ohne diese negative Konnotation. Einfach, ich mache neues Leben. Und da diese Figuren, wenn sie gerade frisch gemacht sind, so schrecklich frisch und echt und lebendig aussehen, dachte ich, die brauchen eigentlich auch noch eine Geschichte. Die brauchen eine Biografie oder irgendwas, was die zum Leben erweckt, was sie lebendig macht, sodass man versteht, wer diese Person sozusagen ist. Die Blumen sind im Grunde Skulpturen. Die sind gemacht aus Schlachtabfällen, die normalerweise nicht verwendet werden zum Essen. Ich konstruiere aus Dingen, die irgendwie zusammenpassen, eine Blume und verwende dafür Materialien, die vom Schlachthof kommen, aber üblicherweise in Wurst oder Ähnlichem nicht verwendet werden. Passiert etwas, was ganz lustig ist eigentlich. Man guckt auf die Blume, denkt, man sieht etwas ganz, ganz Hübsches, aber in Wirklichkeit guckt man sich Sexorgane an, die nämlich die Blüte einer Blume darstellen. Und hier habe ich eben lustigerweise, wie gesagt, auch Sexorgane von Tieren benutzt, um das veranschaulich zu machen, was wir eigentlich sehen, wenn wir Blumen anschauen. Hallo.